Hallo, ich bin Roland Hemmo und unter anderem die Stimme von Brandon Gleeson, sehr oft Colm Meaney und zum Beispiel Brian Cox und vielen anderen. Das war so, da war ich schon ein paar Jahre am Theater. Ich hatte mich immer dagegen gewehrt. Ich war mit Leidenschaft und Seele eigentlich am Theater, also nach den 8 Jahren. Jedenfalls war ich immer in Halle, war 10 Jahre in Halle. Und die Gagen waren nicht so üppig, sodass man natürlich für eine Familie mit Kind so ein bisschen Geld verdienen musste. Und damals fuhren auch noch die Kollegen vom DEFA-Synchronstudio in Johannisthal rum. Da gab es ein Besetzungsbüro, die guckten sich Vorstellungen an. Und daraufhin haben sie mich nach Leipzig, Halle Leipzig war sehr nah, eingeladen. Eine erste kleine Rolle, wo ich überhaupt nicht wusste, wo ich bin, in so einem dunklen Atelier. Die Schnittmeisterin stand hinter mir und machte immer jetzt, tippte mir auf die Schulter. Ja. Die richtige Rolle folgte sehr bald da. Das war Stanislaw Lem-Verfilmung, Der Traum, glaube ich, Der Traum des Piloten Pirx. Das ist schon Brandon Gleeson. Ich hatte gerade 2 Filme mit ihm. Die liefen jetzt in Berlin vor ein paar Tagen. Er liegt mir sehr nahe, obwohl er auch 10 Jahre jünger ist, wie ich rausgekriegt habe. Ja, der ist so von meiner Figürlichkeit, kommt er mir sehr nahe. Schwerer Mann, grau, Wuschelkopf, mürrisch ein bisschen, oft, sehr oft und sehr direkt so. Also, es gelingt mir am besten, glaube ich. Also, bei den anderen ist das auch okay. Das ist ja die Vielfalt des Berufs. Ne? Also du kannst also mit Kopfstimme eine Trickfilmfigur spielen und am nächsten Tag einen alten, schweren Mann, der ganz knapp und wenig redet. Aber wenn Brian Gleeson eben sagt, too late for that, zu spät dafür, das gefällt mir. Es war, das wissen ja viele, in der DDR sprach man im Ensemble, also in der Gruppe, also 2er-, 3er-Szenen, jeder mit einem Textblatt. Da war das Mikrofon, damit man nicht zu nah rankam, mit so einem kleinen Geländer abgegrenzt. Und alle standen davor und spielten miteinander. Da hatte man auch viel Zeit. Schon die Einladung zu meinem ersten Synchron zeigt, dass die Leute damals noch Geld hatten für sowas und Zeit. Und jetzt zunehmend wurde die Geschichte ja vor Bildschirm, damals lief ja ein richtiger Film, da ist es natürlich unwahrscheinlich schnell geworden und die Technik hat sich immer weiterentwickelt, dass du jetzt gar nicht so schnell umblättern kannst zum neuen Take, wie der neue Take vor dir auf dem Schirm ist. Das ist ein Nachteil. Ökonomisch für die Effektivität der Firmen mag das sicher ein Vorteil sein, aber für mich, für viele Kollegen ist das sehr nachteilig. Weil wenn du vom Theater kommst, das ist und den anderen nicht hörst, das ist alles eine Vorstellungsgeschichte. Also ich habe Findet Dory, war ich die Krake. Die Engelke habe ich bei der Premiere im Zoopalast auf der Bühne das erste Mal. Also von nahem gesehen, ja, waren nie zusammen. Es gibt trotzdem Leute, wie in jedem Beruf gibt solche und solche, die von Schauspielerei was verstehen und sich Zeit lassen, auch wenn der Partner nicht da ist. Die hören dann so genau hin, ob du es auch ohne Partner wirklich mit einer Partnerbeziehung spielst, dass du das wirklich zu dem Partner sagst. Wir haben zum Beispiel Brandon Gleeson in Jeder stirbt für sich allein. Da hat sich ja der deutsche Film 2 ausländische Gäste geleistet, Emma Thompson und Gleeson als Ehepaar. Und da wurde sehr genau und sehr viel, bei einigen anderen auch, aber da war viel Zeit, da spielt dann die Zeit keine Rolle. Ist auch ein Kinobudget, da wird richtig ganz intensiv und genau gearbeitet. Da gibt es natürlich Abstufungen. Also ich war vor Jahren auf so einem Synchronposium in Köln, Medien. Da behauptete doch tatsächlich einer von RTL, so ein Chef, das müsste also eine Porsche-Synchronisation und eine Trabant-Synchronisation geben für die weniger wichtigen Filme. Das ist schon bedenklich. Ja, ja, ich bilde mir ein, dass man zunehmend darauf achten müsste, dass die Leute wirklich merken, was der Kollege, wir sind ja die Nachspieler.
Deshalb nennen wir uns ja auch Synchronschauspieler und nicht Synchronsprecher, weil gesprochen werden Dokumentationen und Nachrichten. Also das nachzufühlen, zu empfinden, was da in der Szene vorgeht. Manchmal gelingt das eben nicht, das ist manchmal eh sehr schwer. Aber du brauchst dann natürlich Partner, die das ebenso können. Und da wünsche ich mir, dass zunehmend ein bisschen Leute reinwachsen, die von diesen Geschichten was verstehen und nicht nur Betonungen nachmachen können. Na, das wäre schön. Und natürlich für die Branche überhaupt, das ist ja meine Strecke gewesen im Verband, für die Gleichberechtigung der, wir haben ja nicht ein Urheberrecht, aber ein Leistungsschutzrecht. Wir erbringen ja eine Leistung mit der Vorgabe. Ne? So wie jemand, der Mozart spielt, erbringt eine künstlerische Leistung mit dem Urheber. Aber die in der DDR, wo wir da vorhin waren, war üblich, dass die Synchronstimmen hinterher immer genannt waren. Manchmal sogar unter dem Namen des Darstellers, in Klammern, der deutsche Sprecher. Und da setze ich mich sehr für ein und habe auch erfolgreich schon 2 Klagen durchgezogen und gewonnen. Das wäre wichtig, weil ich will einfach ein bisschen auf gleicher Höhe mit den anderen, die da am Film im Abspann genannt werden, sind ja manchmal Hunderte. Heute kommt das auch vor, bei Brandon Gleeson vorige Woche, bei Hampstead Park. Klar, also du kommst dann eben, nachdem die letzten Embleme der Firmen waren, kommt ein Schwarzbild und dann kommen 2 Seiten Cutter, Buch, Regie, Sprecher. Ja. Oh, die war gar nicht so schlecht, so serienmäßig da. Der Boris Tessmann hat sich da ganz schön reingekniet, muss ich sagen. Weiß ich, vor 10 Tagen sitze ich abends und gucke nochmal in die Programmzeitung und sehe auf Tele 5 oder so ein Star Trek Deep Space Nine, der ganz junge Colmini und der ganz junge Roland Hemmo vor 20 Jahren, wie ich da geklungen habe. Da bin ich natürlich eine Weile sitzen geblieben. Es war gerade eine Folge, wo der viel zu tun hatte. Theater mache ich jetzt 20 oder 10 Jahre schon nicht mehr. Also mein Leben war das Theater, klar. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Man kann sehr schöne Momente im Theater, im Synchron haben, aber es ersetzt natürlich nicht die Aufgabe und die Rückkopplung, die du kriegst, wenn da unten 700 Leute sitzen und kleine, große Reaktionen erlebst. Also das rein Fühlen ist es. Für mich das A und O, also das zu erkennen, was da oben stattfindet. Also wenn da jemandem die Frau gestorben ist, musst du versuchen, da irgendwie reinzukommen. Das ist ja unsere Aufgabe. Also sprechen können viele. Und wir wollen ja die Haltung. Ich verstell mich auch gern, muss ich sagen. Ja, ja. Macht manchmal viel Spaß, manchmal ist es aber auch sehr schwer. Weil du ist ja kein Mensch, dem du da in die Augen siehst. Beim Synchron guckst du oft ja ins Gesicht desjenigen, den du nachspielst. Beim Trick ist das manchmal, ja, er macht dann eben einfach den Mund auf. Aber ich habe vor Jahren eine Serie gemacht mit einer, da war ich eine alte Millionärensgattin, die mit einer Fliege kämpfte. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Aber das ist die ganze Serie mit Kopfstimme gesprochen, also ganz hoch im Kopf, also eine Frauenstimme. Nachgemacht mit Kreischen und allem. Das macht dann auch Spaß. Ja. Strengt an, aber es macht wirklich Spaß. Ja, zum Beispiel habe ich Stellan Skarsgård öfter gehabt. Jetzt leider nicht mehr so, aber bei irgendeinem Fluch der Karibik. Da war der Vater von einem und kam aus der tiefsten See hoch und war bedeckt mit lauter kleinen Muscheln im Gesicht. Und der spuckte dann aus so, Muscheln oder was er im Mund hatte, eben im Wasser gelegen, 100 Jahre. Und da kam er auf die Idee, der Regisseur, dass ich Gummibärchen ankaue, eine Handvoll Gummibärchen, eine Decke und mit viel Küchenpapier drauf. Dann habe ich, es gab tatsächlich das Geräusch, als wenn da was durch die Lippen flutschte. Ich hatte die Ehre, mit Gerd Duvner, der Ernie und Bert, eine Szene, die in dem Film vorkam. Da lief der Fernseher. Lief der Fernseher und eine Szene aus Sesamstraße. Und sagte Duvner zu mir, pass mal auf, der Kieling hatte gar nicht so eine Stimme. Der hat mit dem kleinen Finger einfach ein Nasenloch zugehalten.